As the snow melts above Bern in Switzerland, Art World went to meet an unusual quintet, I Salonisti. This group of classical musicians plays an extensive repertoire of light music. They argue that much of this music repays serious study and certainly serious listening. At the heart of their repertoire are romantic and folk melodies specially arranged for cafe orchestras and string ensembles. This music would originally have been played as a backdrop to the important business of taking tea and coffee in the grand coffee houses and hotel foyers of turn-of-the-century Munich, Vienna and Budapest. I Salonisti have unearthed thousands of old scores and taken them to the concert hall. Unsere Programme nehmen ihre Inspiration von ganz verschiedenen Gebieten. Es ist klar, dass für den klassischen Musiker viele Stücke unbekannt oder nicht, zu seiner Welt gehören. Und ich glaube, die ganze Musik um die Jahrhundertwende, die romantischen, süßen Stücke, die wurden zu Unrecht als zweitklassig qualifiziert. Dabei gibt es wunderbare Musik. Ich meine, ich denke an Edward Elgar, Salut d'Amour. Das sind Stücke, die gespielt werden müssen. Das Publikum liebt sie. Und gleichzeitig ist die ganze Volksmusiktradition ja absolut getrennt von der klassischen Musik. Das darf nicht sein. Es ist gute Musik. Und wir spielen auch zum Beispiel russische Volksmusik. Wir haben einen Matrosentanz. Wir spielen häufig auch Zigeunerstücke, weil wir dort gesehen haben, die Zigeuner sind Musiker, die wirklich noch eine Tradition haben, die einerseits das Handwerk, das berufliche Musikerhandwerk sehr hoch stellt, andererseits das, die musikalische, volkstümliche Tradition pflegt. Also komm, wir probieren es noch einmal. Machen wir mal erste Nummer. Langsam. Drei, vier. Auch gute Unterhaltung ist. Und die Gefahr des Kaffeehauses, des Salons, ist die, dass eigentlich gar niemand hinhört. Und wenn niemand hinhört, realisiert er gar nicht, wie gut das ist. Also klar, es geht uns auch darum, wir arbeiten sehr viel an diesen Stücken und wir sind überzeugt, dass jedes Stück die Aufmerksamkeit des Publikums verdient.